Ein selbstfahrendes Auto, ganz ohne menschliches Eingreifen, das bleibt wohl weiterhin Zukunftsmusik. 2016 veröffentlicht Elon Musk, Gründer von Tesla, dieses Video und verspricht, seine E-Flotte kann eigenständig fahren, mit Hilfe eines Selbstfahrassistenten. Die Autobranche war hellauf begeistert, doch nun behauptet ein Tesla-Ingenieur, das Video wurde manipuliert und Elon Musk hat es damals selbst angeordnet. Denn nicht darin zu sehen sei, wie der Fahrer immer wieder eingreifen muss. Außerdem sei der Wagen beim Dreh sogar in einen Zaun gekracht, als der Autopilot versuchte einzuparken. Das sagt der Tesla-Mitarbeiter vor Gericht aus. Der Clip sollte viel mehr zeigen, was der Tesla in Zukunft leisten könnte. Doch so klar war es damals nicht, denn sogar im Video selbst steht ein Schriftzug, dass das Auto definitiv selbst fährt. Seine Zeugenaussage wurde in einem Prozess aufgenommen, in dem es um einen tödlichen Unfall im Jahr 2018 ging, bei dem ein Mann in einem Tesla ums Leben kam. Das Unternehmen steht schon länger in der Kritik wegen Betrugsvorwürfen, auch im Zusammenhang mit Unfällen, die durch einen Autopiloten verursacht wurden. Allerdings, beim Kauf eines Teslas werden Kunden darüber aufgeklärt, dass sie die Hände immer am Steuer lassen müssen, zu ihrer eigenen Sicherheit.